8. Wir beraten einen Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 4437, Forderung nach dem Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zur internationalen Initiative Open Government Partnership. Ich eröffne die Aussprache und für die antragstellende Fraktion spricht der Kollege Marsching. Pünktlich am Redepult. Klasse. Aber ist hier wieder Stau? Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren auf der Tribüne und zu Hause. Was soll ich sagen? Eigentlich spricht der Antrag für sich selbst. Und wenn ich dem Koalitionsvertrag trauen darf, dann werden wir heute hier das Ganze ja mit einer großen Mehrheit positiv bescheiden. Das steht unter der Überschrift Moderne Verwaltung. Zitiere, erste Open-Data-Projekte in Deutschland zeigen das Potenzial offener Daten. Die Bundesverwaltung muss auf der Basis eines Gesetzes mit all ihren Behörden Vorreiter für die Bereitstellung offener Daten in einheitlichen, maschinenlesbaren Formaten und unter freien Lizenzbedingungen sein. Wir wollen für Bund, Länder und Kommunen ein Open-Data-Portal bereitstellen. Die Koalition strebt einen Beitritt Deutschlands zur internationalen Initiative Open Government Partnership an. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass diese Aussage das Papier wert ist, auf dem sie steht, denn viel zu lange ist auf Bundesebene bisher genau gar nichts passiert. Noch am 5.3. dieses Jahres hieß es in Bundestagsdrucksache 17-12-616 auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke, zitiere noch einmal, Deutschland legt den Schwerpunkt der Open-Government-Projekte auf den nationalen Bereich, insbesondere auf das Öffnen von Verwaltungsdaten. Aus Ressourcengründen kann die Bundesregierung sich nicht zusätzlich in der übergreifenden Open Government Partnership engagieren. Da finde ich es gut, dass die CDU ihre Meinung geändert hat und es jetzt anscheinend doch anders sieht. Die Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft, Entschuldigung, hatte schon im 7. Zwischenbericht, knapp einen Monat vor dieser Antwort, festgestellt, dass ein Beitritt Deutschlands die Open-Government-Bemühungen stark vorantreiben könnte. Und auch die Ministerpräsidentin Kraft, ich weiß jetzt nicht, wo sie ist gerade, war sie noch hier, ist egal, die hat Open-Government zur Chefinnensache erklärt. Das finden wir gut. Wir haben hier auch schon häufiger positiv über das Thema geredet. Die Landesregierung hat hier eine große Veranstaltung durchgeführt zum Thema Open-Government hier in diesem Hause. Das heißt, die Unterstützung sollte eigentlich obligatorisch sein. Heute können wir auch als Landtag noch einmal unsere Unterstützung zu diesem Weg ausdrücken und uns klar für einen Beitritt Deutschlands zu der Initiative aussprechen. Für die Einhaltung des Fahrplans der Initiative einstehen und auch wenn, da möchte ich der Kritik vorgreifen, das bedeutet, dass ein Teil der Ressourcen, die in der zitierten Drucksache genannt werden, auch anteilig vom Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Mittel dafür haben wir ja im Haushalt eingestellt. Bei der Ausarbeitung, in welchem Rahmen wir da genau tätig werden, da kann uns sicherlich die zukünftige Bundesregierung zur Seite stehen, aber auch die Initiative selber kann uns da helfen. Open Government, das geht uns alle an und auch das Land NRW wird stark von dieser Bewegung profitieren können. Dazu zählt vor allem die bessere Vernetzung der handelnden politischen Akteure mit der Zivilgesellschaft. Wie man dem Wunsch der Initiative entnehmen kann, zeichnet sich diese nationale Umsetzung dadurch aus, dass die Besetzung der Arbeitsgruppe zwischen der handelnden Politik und den Zivilvertretern 50-50 sein sollte und auch das Stimmgewicht im gleichen Verhältnis ausgebaut sein sollte. Lobenswert ist auch der Wunsch nach einer transparenten Protokollierung der Arbeitsschritte. So macht man Open Government. Momentan steht die deutsche Arbeitsgruppe der Initiative unter der Koordination von Professor Dr. Jörn Lucke. Das ist zufällig der Experte, der von der Landesregierung hier zu der Veranstaltung Open NRW am 17. Mai geladen war. Da lässt sich ja einiges Gutes hoffen. Die Zeichen stehen gut, dass NRW sich konkret und sinnvoll in die Arbeit einbringen kann. Nur die Willensbekundung dieses Hohen Hauses fehlt noch. Die Forderung wird, wie bereits im Eingangstext des Antrags beschrieben, auch nicht von uns erhoben. Auch da nochmal komme ich Ihrer Kritik schon mal ein bisschen entgegen, sondern das ist das Arbeitsergebnis von führenden Mitgliedern der Open-Government-Szene. Jetzt hat sich der Antrag natürlich zeitlich mit dem Koalitionsvertrag überkreuzt, aber sei es drum.
Unterstützen wir die Initiative hier in Nordrhein-Westfalen, stellen wir sicher, dass dieser Prozess auch tatsächlich angeschoben wird. Dazu sollten wir hier mit einer breiten Mehrheit ein klares Zeichen in Richtung des Bundes senden. Nordrhein-Westfalen steht hinter dem Ziel des Open Governments. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Marsching. Für die SPD-Fraktion spricht der Kollege Vandenberg. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Marsching, Sie dürfen dem Koalitionsvertrag trauen und ihn wortwörtlich nehmen. Sie werden erleben, dass wir Ihren Antrag mit Freude unterstützen. Viel haben Sie mir auch gar nicht mehr übrig gelassen zu sagen, weil Sie haben völlig zutreffend und richtig dargestellt, dass wir als Nordrhein-Westfalen hier vorangeschritten sind, dass wir Schritte schon weiter sind und dass wir das jetzt ein Stück synchron machen sollten mit der Bundesebene und dann auch schauen sollten, den Sprung zu schaffen, dass international wir die Möglichkeiten nutzen, die dieses Projekt eben bietet. Ein Stück weit steckt in der Politik ja immer noch der Reflex drin, nochmal zu gucken, ob man den Antrag vielleicht nochmal verbessern könnte. Und deswegen haben Kollege Bolte und ich eine Zehntelsekunde noch überlegt, ob wir vielleicht noch daraus eine Forderung machen, eine intergalaktische Zusammenarbeit anzustreben. Aber wären Sie auch dafür gewesen, habe ich mir schon fast gedacht. Aber wir haben davon einen Abstand genommen und würden Ihrem Antrag, so wie er heute vorliegt, zustimmen. Partizipation, Transparenz sind keine Themen, die wir nur national bearbeiten sollen, sondern sie sollen auch international ihre Würdigung finden. Und da wir so oft über die Griechen schimpfen, will ich an dieser Stelle deutlich sagen, hier ist es wirklich mal der Punkt, dass wir das Mutterland der Demokratie auch zitieren dürfen. Denn Sokrates hat mal gesagt, wer die Welt bewegen will, sollte sich selbst als Erster bewegen. Also insofern machen wir in NRW da einen guten Weg und hoffen, dass noch mehr daraus wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Vandenberg. Für die CDU-Fraktion spricht Frau Kollegin Korte. Frau Präsidentin, liebe verbliebene Kolleginnen und Kollegen, Herr Vandenberg, wir machen es ein bisschen einfacher, ein bisschen niedriger, als Sie es eben getan haben. Mit dem vorliegenden Antrag fordern die Piraten, dass Deutschland sich an der internationalen Initiative Open Government Partnership, kurz OGP, beteiligen mögen. Bei OGP handelt es sich um eine internationale Initiative, wir hörten das, zum Thema Open Government, die am 20. September 2011 von der US-amerikanischen Regierung und der Regierung Brasilien ins Leben gerufen wurde. Unterstützer der Initiative bekennen sich dazu, in ihren Ländern Aktionspläne für mehr Transparenz, Bürgerbeteiligung und Verwaltungsmodernisierung zu entwickeln und regelmäßig Revisionsprozesse durchzuführen. Wie von den Antragstellern zutreffend beschrieben, beteiligen sich inzwischen 60 Staaten oder über 60 Staaten an der Initiative. Zuletzt sind im April 2013 beispielsweise Panama, Liberia und Ghana beigetreten. In Mitteleuropa dagegen hält sich die Bereitschaft zur Mitwirkung allerdings noch in sehr überschaubaren Grenzen. So haben sich beispielsweise unsere unmittelbaren Nachbarländer Frankreich, Belgien, Luxemburg, die Schweiz, Österreich und Polen dem OGP bislang nicht angeschlossen. Dass vor diesem Hintergrund eine besondere Eilbedürftigkeit gegeben ist für einen Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zu dieser Initiative, vermag ich so beim besten Willen nicht zu erkennen. Immer wieder. Von einer internationalen Isolation Deutschlands kann insoweit jedenfalls nicht ernsthaft die Rede sein. Zielführender als die Forderung nach einem Beitritt zur OGP-Initiative ist es aus meiner Sicht, wenn wir uns bei dem wichtigen Thema Open Government zunächst auf nationaler und europäischer Ebene Schwerpunkte setzen. Der Aufbau eines EU-weiten Open Data Portals oder die Standardisierung von Metadaten hätte insoweit sicherlich direktere, praktischere Auswirkungen auf die Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen. Als globale Initiativen im Verbund, kann es Ihnen nicht ersparen, mit Tansania, Jordanien und Aserbaidschan.
Zum jetzigen Zeitpunkt sollten wir uns deshalb zunächst dafür einsetzen, dass das Thema Open Government auf nationaler Ebene forciert wird und uns dabei eng mit unseren europäischen Nachbarn absprechen. Dass Deutschland in einem zweiten Schritt auch der internationalen Initiative Open Government Partnership beitreten kann, mag danach durchaus sinnvoll sein und hat ja jetzt, Herr Marsching, Sie haben darauf hingewiesen, im vorliegenden Koalitionsvertrag Eingang gefunden. Für eine definitive Festlegung des Landtages in dieser Frage besteht aus unserer Sicht zum jetzigen Zeitpunkt allerdings kein Anlass. Letztlich handelt es sich bei dem Beitritt zur OGP-Initiative ohnehin um eine Angelegenheit der Bundesrepublik Deutschland, über die wir hier in diesem Haus ohnehin nicht zu entscheiden haben. Hier und heute wird sich die CDU-Fraktion bei der Abstimmung über den vorliegenden Antrag der Piraten daher enthalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Korte. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht der Kollege Bolte. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach Herrn Vandenbergs Ausführungen zur intergalaktischen Zusammenarbeit, die ja offensichtlich bei der Piratenfraktion auf breiteste Freude gestoßen ist, fürchte ich jetzt so ein bisschen, dass Sie beim nächsten Plenum uns dann mit einem Antrag zur Erforschung von Zeitmaschinen um die Ecke kommen und dann auch dafür unsere Zustimmung erwarten. Ich hoffe nicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, man sollte schon, und das haben meine Vorrednerinnen und Vorredner auch richtigerweise getan, den Blick auf die Gesamtperspektive beim Thema Open Government durchaus nicht aus dem Blick verlieren. Die Formen und Wege, wie Bürgerinnen und Bürger sich am politischen Prozess beteiligen und beteiligen wollen, haben sich verändert in der heutigen Zeit. Und Gleiches gilt auch für die Erwartungen an Verwaltung. Da bietet die Digitalisierung riesengroße Chancen, die wir gemeinsam nutzen wollen. Und das ist an vielen, vielen Stellen schon zum Ausdruck gekommen. Das Zukunftsforum Bürgerbeteiligung ist angesprochen worden, was wir hier im Mai erleben durften. Die Arbeiten, aber auch an der Open-NRW-Strategie sind auch schon angesprochen worden, die sich den Zielen Transparenz, Partizipation und Zusammenarbeit verschrieben hat. Es geht darum, dass alle von Verwaltung gesammelten Daten veröffentlicht werden, der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden, dass Zusammenarbeitsprozesse, dass Partizipationsprozesse unter Nutzung des Internets und seiner Möglichkeiten hier in Nordrhein-Westfalen vorangebracht werden. Und damit das auch so gelingt, haben wir ja vorgestern im Einzelplan 03 auch entsprechende Finanzmittel zur Verfügung gestellt für die Realisierung der Open-NRW-Strategie. Rückmeldung, die ich erhalten habe von vielen, war 1 Million Euro. Damit kann man schon was machen. Und die Kolleginnen und Kollegen aus den ostwestfälischen Bereichen unseres Landes wissen, dass damit kann man schon was anfangen. Ungefähr das höchste Lob ist, was man bei uns aussprechen kann. Zum Antrag konkret. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben es schon gehört, was wir mit Ihrem Antrag vorhaben. Wir haben als Grüne den Beitritt zur Open Government Partnership stets unterstützt. Wir haben im Bundestag wiederholt Fragen an die Bundesregierung zu diesem Thema gerichtet, auch um zu erfahren, ob sie ihren Kurs, den sie über die vergangenen Jahre eingefahren hat, fortsetzen will, der OGP immer noch nicht beitreten zu wollen. Die Bundesregierung verwies dabei immer auf ihr Engagement auf nationaler, auf europäischer Ebene, bundesdeutsches, EU-weites, interoperables Open-Data-Portal, Standardisierung von Metadaten, dass das alles viel praktischere Auswirkungen auf Open-Government in Bund, Ländern und Kommunen hätte als ein Beitritt zur OGP. Das war also ungefähr das Wording, was die Kollegin Korte hier gerade zum Besten gegeben hat. Sie hatte offensichtlich das Update mit dem Koalitionsvertrag erst später für ihr Manuskript gekriegt, denn da steht drin, Beitritt zur OGP soll forciert werden. Da werden wir natürlich auch auf der Bundesebene darauf achten, dass das entsprechend so auch kommt. Die OGP
bietet, ein Beitritt zur OGP bietet tatsächlich eine ganze Reihe von Vorteilen. Sie kann den Austausch von guter Praxis, von guten Projekten voranbringen. Und Deutschland, das muss man einfach auch konstatieren, hat deutlichen Nachholbedarf im Bereich Open Government. Wenn Sie sich anschauen, wie engagiert, wie stark die Vorteile von Open Government zu nutzen in einigen Ländern vorangetrieben wurden. Wenn man sich alleine die Entwicklung in den Vereinigten Staaten über die letzten 5 Jahre anschaut, dann ist da einfach unheimlich viel passiert, wovon wir ja auch lernen können in der Bundesrepublik und wo es einfach notwendig und sinnvoll ist, die Zusammenarbeit zu suchen und da auch gemeinsam gute Ideen auszutauschen und voranzubringen. Meine Damen und Herren, ich habe am Anfang auf Open NRW, auf unsere Strategie hingewiesen. Sie wird im kommenden Jahr an den Start gehen. Wir wollen darüber hinaus, auch das ist vielfach hier debattiert worden, die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen, um Bürgerinnen und Bürger stärker Informationen zur Verfügung zu stellen, wollen dafür auch entsprechenden gesetzlichen Rahmen schaffen. Und so leisten wir alles in allem einen Beitrag. Nicht nur, indem wir heute die Forderung nach einem Beitritt zur Open Government Partnership unterstützen, sondern wir leisten hier als rot-grüne Landtagsmehrheit, mit der rot-grünen Landesregierung gemeinsam eine aktive Unterstützung zur Verbreitung der Open Government Philosophie hier in Nordrhein-Westfalen und in Deutschland. Ich glaube, wir haben Vorbildliches vor, und es ist einfach inhaltlich richtig, was in Ihrem Antrag steht. Er passt gut zu dem Kurs, den wir hier in NRW gehen. Und ich darf mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Vielen Dank, Herr Kollege Bolte. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Kollege Wede. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, mit Ihrer Erlaubnis, Frau Präsidentin, möchte ich zunächst, wie der Kollege Marsching aus dem Entwurf des schwarz-roten Koalitionsvertrags zitieren. Ich zitiere: Die Bundesregierung strebt einen Beitritt Deutschlands zur internationalen Initiative Open Government Partnership an. Zitat Ende. Damit dürfte sich der Antrag der Piraten demnächst erledigt haben. Schaut man sich die Kernforderungen der Initiative an, so hat Deutschland bereits viele der geforderten Punkte umgesetzt. Der Haushaltsentwurf wird veröffentlicht, ein Informationsfreiheitsgesetz besteht, die Einkünfte von Abgeordneten werden veröffentlicht, die Besoldungstabellen von Beamten sind bekannt und politische Beratungsabläufe sind nachvollziehbar. Damit sind wir weiter als viele andere Staaten, für die die Initiative erst der Startschuss für ein Engagement in die Richtung Transparenz war. Die Bundesregierung hat in den letzten Monaten bei Nachfragen zu einem potenziellen Beitritt Deutschlands immer wieder deutlich gemacht, dass der Fokus zunächst auf nationaler Ebene liegt. Die Plattform GovData habe ich bereits im Sommer erwähnt. Auch das vorgelegte Programm Vernetzte und transparente Verwaltung darf nicht vergessen werden. Ebenso das gesamtstaatliche Steuerungsprojekt Förderung des Open Government des IT-Planungsrats. Die Pilotphase von GovData läuft bis 2014 und täglich kommen mehr Daten hinzu. So finden sich nicht nur Statistiken und Dokumente zu Vorgängen auf Bundesebene, die Informationen gehen bis in den kommunalen Bereich. Eins der letzten eingestellten Dokumente sind beispielsweise die kameralen Monatsdaten Bezirk Marzahn-Hellersdorf 2013. Auf der europäischen Ebene arbeitete die Bundesregierung intensiv mit bei der Errichtung eines EU-weiten interoperablen Open-Data-Portals oder bei der Standardisierung von Metadaten. Die hier genannten Projekte haben im Gegensatz zum Theorem der OGP direkte Auswirkungen auf den Bund, die Länder und die Kommunen, sodass es nötig ist, den Schwerpunkt dort zu setzen. Transparenz in Politik und Verwaltung ist wichtig und es ist richtig, dass wir in einer digitalen Gesellschaft immer mehr gefordert sein werden, unsere Bemühungen auf diesem Feld voranzutreiben. Initiativen wie die Open Government Partnership können tatsächlich ein Orientierungspunkt sein. Allerdings sollten wir darauf achten, dass wir uns nicht in Arbeitsgruppen verlieren, sondern an die praktische Umsetzung gehen. In NRW haben wir jahrelang gesehen, wie es gerade nicht laufen sollte. Rot-Grün feiert sich zwar selbst, so auf dem Open-NRW-Tag, hängt hinter seinem Zeitplan für eine Open-Government-Strategie aber deutlich hinterher.
Erst im nächsten Jahr, wenn man den Änderungsanträgen zum Haushalt glauben kann, werden finanzielle und personelle Ressourcen bereitgestellt. Die Frage muss erlaubt sein, was haben Sie die letzten Jahre bei diesem Thema eigentlich überhaupt geleistet? Es muss Bewegung in den Bereich des Open Governments kommen. Politik und Verwaltung sind auch in NRW gefordert, aus der Hohlschuld der Bürger eine Bringschuld der Verwaltung zu machen. Das geht natürlich nur schrittweise. Wenn Sie aber die Ressorts eigenverantwortlich entscheiden lassen wollen, wie und wann Daten erhoben und bereitgestellt werden und die Open-Data-Prinzipien erfüllt werden können, ist das sicher ein Schritt in die falsche Richtung. Herr Kollege Wedel, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Der Kollege Bolte möchte Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Dann bitte ich darum. Ja. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben gerade kritisiert, dass wir im Haushaltsverfahren entsprechende Änderungsanträge zum Bereich Open Government gestellt haben, dass das verspätet sei. Erstens muss ich dazu festhalten, dass auch in diesem Jahr, Sie haben die Veranstaltung angesprochen, Gelder im Bereich Open Government verausgabt worden. Und würde Sie vor diesem Hintergrund gerne fragen, wo die Änderungsanträge der FDP zum Haushalt in den vergangenen Jahren oder sonst welche Initiativen im Bereich Open Government aus den Reihen der FDP in den vergangenen Jahren waren. Herzlichen Dank. Lieber Herr Kollege Bolte, Sie wissen genau, dass ich das bereits, gerade die Ausstattung mit personellen und finanziellen Ressourcen, bereits in einer, ich glaube, meiner ersten oder zweiten kleinen Anfragen, die ich überhaupt hier in diesem Haus gestellt habe, bereits im Sommer 2012 zum Gegenstand gemacht habe. Da ist ja von der Landesregierung des Langen und Breiten erklärt worden, dass das nicht nötig sei. Und insofern sieht man ja, dass die Landesregierung da offensichtlich von Ihnen erst auf die Spur gebracht werden musste. Meine sehr geehrten Damen und Herren, konzentrieren wir unsere Kapazitäten auf die Umsetzung von Open Government in NRW. Die Aktionspläne und Leitfäden der Open Government Car Partnership können einige gute Anregungen und Denkanstöße geben, was noch zu tun ist, um mittelfristig ein Gesamtpaket zu schnüren. Doch solange die Hausaufgaben gerade in Nordrhein-Westfalen noch nicht gemacht sind, sollten wir uns davor hüten, unsere Aktivitäten auf die internationale Ebene zu verlagern. Ich bin mir sicher, meine Damen und Herren, dass wir bereits vieles Geforderte im Bund und in der EU umgesetzt haben. Jetzt ist NRW gefragt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Wedel. Für die Landesregierung spricht jetzt Herr Minister Jäger. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Die Landesregierung empfiehlt, dem Antrag zuzustimmen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister Jäger. Liebe Kolleginnen und Kollegen, weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Das bleibt offensichtlich auch so. Dann beende ich hier die Aussprache und wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende Fraktion der Piraten hat direkte Abstimmung beantragt. Die führen wir jetzt durch, und zwar über den Inhalt des Antrages mit der Drucksache Nummer 4437. Wer diesem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Piraten, die SPD-Fraktion, Bündnis 90 die Grünen, der fraktionslose Abgeordnete Stein und Herr Krüger, genau, Herr Krüger. Test, ob die Präsidentin aufpasst. Herr Krüger ist Mitglied der Fraktion Bündnis 90 die Grünen fürs Protokoll. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich? CDU-Fraktion und die FDP-Fraktion, vielen Dank. Dann ist mit dem festgestellten Abstimmungsergebnis der Antrag angenommen und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 9. Antrag der CDU-Fraktion, Drucksache 4.